Servus, ich bin der Chris und ich möchte euch ganz herzlich auf dem neuen YouTube-Kanal von 3W Modellmotoren begrüßen. Und als erstes Video habe ich einen kleinen Leckerbissen für euch, und zwar die Carbon Cup von Krupp Modellbau. Das Modell hat eine Spannweite von 4,26 m, eine Rumpflänge von 2,65 m und eine Höhe von 79 cm. Verbaut habe ich einen 3W 140 Vierzylinder in Kombination mit einer XOA 30x12 Luftschraube. Das Flugzeug fliegt einfach genial. Es macht total viel Spaß. Aufgrund der geringen Flächenbelastung lässt sich das Modell sehr langsam fliegen und auch auf kurzen Startbahnen landen und starten. Des Weiteren verfügt die Cup über ein gefedertes Hauptfahrwerk, welches sich ideal für Graspisten eignet. Die Cup verfügt ebenfalls über Landeklappen, wodurch sie sehr langsam fliegen kann. Ich habe meine Cup etwas umgebaut, und zwar habe ich die Klappen abgefräst, damit ich sie auch als Querruder mit nach oben stellen kann. Des Weiteren habe ich die Höhenruder bearbeitet, um mehr Höhenruderausschlag zu erzielen. Dadurch lässt sich die Cup auch ganz bequem im 3D bewegen, wie ihr auch später im Video mal sehen könnt. Das Flugzeug eignet sich auch ideal als Schleppflugzeug. Ich habe zum Beispiel eine Schleppkupplung oben im Rumpf verbaut, und damit kann man dann bis 25 Kilo alles ohne Probleme schleppen. Wir haben ja auch mal einen kleinen Ausschnitt von einem F-Schlepp mit dem Bergfalken, der ebenfalls von Krupp Modellbau vertrieben wird. Weitere Besonderheiten der Cup sind einmal die Seitenscheiben, welche sich über Scharniere leicht öffnen lassen und so einen guten Zugang zu dem Rumpfinneren bieten. Außerdem wird die Carbon Cup auch ihren Namen gerecht, aufgrund der im Bausatz beiliegenden Carbonteile, die ihr hier einmal auf der Motorhaubenoberseite und Unterseite sehen könnt. Bei dem Bausatz sind viele Kleinteile mit inbegriffen, wie zum Beispiel der Tank, die Anlenkungen, das Hecksporn und ein Aufkleberset. Nun ein paar Daten zur Ausstattung. Wie schon eben erwähnt, ist ein 3W 140 Vierzylinder verbaut, welcher sich einfach durch seine geniale Laufkultur auszeichnet. Also für mich persönlich gibt es nichts Schöneres als den Klang von einem Vierzylinder, wenn er mit 800 Umdrehungen vor einem im Standgas blubbert. Also ist absolut ein Traum. Und aufgrund der dabei entstehenden Hitze kann man auch sehr gut seinen Flug mit Rauch in Szene setzen. Dabei verwende ich das 3W Rauchöl in Kombination mit der Powerbox Smogpumpe. Abschließend wünsche ich euch noch viel Spaß bei den Flugszenen und bis zum nächsten Video. Bis bald!